Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video der Glossy Box vom Monat April 2015. Sie stand unter dem Motto I believe in Spring und wenn man das Titelblatt des Beipackheftes anschaut, dann denkt man schon, so vielleicht kriegt man so ein schönes Lippenprodukt oder ein Augenprodukt in den Farben. Letztendlich bin ich aber sehr enttäuscht, was ich da an Produkten drin hatte. Also ich fand die Zusammenstellung ist okay, aber die Farben haben mir gar nicht gefallen. Es hat für mich jetzt keine Frühlingsgefühle ausgelöst. Also für mich wurde das Thema nicht so ganz erfüllt, aber jemand anders sagt natürlich, das ist eine klasse Box und der hätte sich wahnsinnig gefreut. Fangen wir an mit dem ersten Produkt und zwar ist das ein Nagellack von der Marke Color Club. 15 ml sind enthalten, die im Laden 7,90 Euro kosten würde. Ist halt ein Originalprodukt und die Farbe ist Blush Crush. Die Farbe ist eigentlich wunderschön, muss ich sagen. Ist fast derselbe Ton wie die Glossy Box. So ein Pastellpink, sage ich jetzt mal, oder Rosé. Also das ist so das Frühlingsmäßige, was ein bisschen die Frühlingsgefühle bei mir weckt. Aber da ich finde, dass man solch eine Farbe von jeder anderen Nagellackfirma kriegen kann, ist es jetzt auch nicht so was Besonderes. Es hebt halt einfach nur den Preis der Box. Dann als Highlight war auf jeden Fall drin einige verschiedene Produkte von der Marke Make-Up Stores. Die kommt ja aus Schweden, diese Marke. Ich hatte jetzt hier den Micro Shadow in der Farbe Ashes drin, also sieht wirklich so aschgrau aus, ist halt ein Silberton, finde ich, passt gar nicht jetzt zum Frühling, ist mehr als eine Farbe für, naja, Weihnachten, für Beerdigung oder Silvester, also finde ich gar nicht klasse die Farbe, hätte ich mich über Pistazie oder Aprikot viel mehr gefreut oder Sand steht hier auch noch. Also ich finde, Ashes ist eine total hässliche Farbe so jetzt für den Frühling. Und weil es auch so dunkel ist, also ich habe es auch schon mal geswatcht. Wir können es ja jetzt auch nochmal swatchen gemeinsam. Und zwar ist es dann hier, ihr seht ja so grau-schwarz. Ich habe mit meiner hellen Haut auch Probleme, so eine Farbe leer zu kriegen oder zu verwenden, sage ich jetzt. 16 Euro kostet dieses Produkt, sind nur 3,5 Gramm drin, aber man bezahlt halt hier auch schon den Namen. Also hat mich gar nicht überzeugt, das Produkt. Da hätte ich mich jetzt über andere gefreut. Hier im Beipackheft sieht man noch also so schöne Farben oder Lippenprodukte. Die sehen halt viel schöner aus als dieser Micro Shadow. Dann als nächstes haben wir von Dr. Severin Bio ein Aftershave Sensitive for Women. Und zwar ist das halt für nach der Haarentfernung geeignet, wirkt halt natürlich antibakteriell, soll die Haut beruhigen und schützt vor Reizungen, Entzündungen und Rasierpunkten. Riecht halt stark nach Salbei und so ein bisschen nach Kamille, also ich habe dran gerochen. Ich kann es ja nochmal aufmachen, es hat auch so eine komische Farbe, so gelblich sieht es aus. Und wenn man es riecht, denkt man als erstes, man hat irgendwie so eine Eukalyptuscreme oder so, was man sich vorne auf die Brust schmiert, wenn man irgendwie erkältet ist. An das hat es mich sofort als allererstes erinnert. Enthalten sind 30 Milliliter, die umgerechnet 5,99 € kosten würde. Also weil es halt eben vegan, ohne Tierversuche, ohne Aluminium, ohne Parabene ist, made in Germany und alles, also wirklich ein Bioprodukt, kosten halt 39,99 € die 200 Milliliter Packung. Also ist ein ordentlicher Preis. Die Idee dahinter finde ich schon wieder sehr süß, also zu sagen, jetzt im Frühling fängt man jetzt an, sich mehr zu rasieren, weil man ja mehr Bein zeigt etc. Finde ich das süß, dass man sowas reinpackt, also die Idee ist schon mal cool, aber ich brauche sowas nicht, weil ich habe keine Hautreizung und ich habe auch von anderen gelesen, dass sie das Produkt total doof finden, weil es gibt von DM und Rossmann genug preiswertere Produkte und die wirken genauso toll. Also zum Probieren ist es jetzt schön, ich werde es auch brauchen, werde ich mir auf jeden Fall nicht nachholen, auch wenn es so super bio und vegan ist. Dann das nächste Produkt, es war auch ganz witzig, weil in meinem Beipackheft steht hier, ich habe den Conditioner drin. In Wirklichkeit hatte ich das Shampoo, da habe ich auch schon angeschrieben und da haben die mir dann gesagt, das war ein Fehler von denen, dass sie das falsche Beipackheft reingemacht haben, aber fand ich ja da nicht so schlimm. Also das Produkt finde ich mit am besten, es ist von John Frieda aus der Sheer Blonde Serie, eben das Shampoo für alle Blondtöne, passt bei mir perfekt, weil ich eben dem Beauty-Profil angegeben habe, dass ich blonde Haare habe und noch koloriert dazu, soll eben alle Facetten von Blondtönen zum Strahlen bringen. Enthalten sind 250 Milliliter, die 7,49 € kosten würden, aber im DM kostet die glaube ich so um die 5 Euro, also
kann man so den Preis nicht abschätzen. Hätte ich mir wahrscheinlich auch jetzt mal demnächst geholt, weil mich diese Serie sehr interessiert hat. Also das Produkt werde ich auf jeden Fall aufbrauchen und da freue ich mich sehr. Über den Conditioner hätte ich mich natürlich noch mehr gefreut. Vielleicht werde ich mir den dann speziell dazu noch holen, damit es noch besser wirken kann. Alles und dann als letztes Produkt hatte ich drin einen Lippenstift und zwar von der Serie Naked Lips ist der Super Fruits. Es gab auch noch die Sorte Super Greens. Ist halt 97% organisch und 100% natürlich. Soll halt schmecken nach Blueberry, Acai, Goji, Baobab und Pomegranate. Aussehen tut er halt so gelb und er riecht total lecker. Ist so ein cooler Fruchtcocktail, sage ich mal. Der Geruch erinnert mich auch so irgendwie an ein Kaugummi aus der Kindheit. Ist mir sofort irgendwie in den Kopf geschossen. Diesen Geruch, den kennt man irgendwie aus der Kindheit. Also sehr lecker. 4,25 Gramm sind drin. Ist ein Originalprodukt, das 5 Euro glatt kosten würde. Hätte ich mir jetzt auch nie geholt. Ich finde es natürlich cool, dass halt so organisch ist und mit Vitamin E. Steht halt alles im Beipackheft. Und aber eben der Haken ist jetzt die Farbe, weil es ist ja ein Lippenpflegeprodukt, das passt auch eigentlich mehr in den Winter als jetzt in den Frühling. Da hätte ich mir mehr so einen Lippenstift in einer schönen Farbe gewünscht, zum Beispiel eben von Make-up Stores. Aber naja, das ist, ich habe euch ja schon von Anfang an gesagt, dass ich von der Zusammenstellung nicht begeistert bin. Also zwei Produkte, die bei mir Frühlingsgefühle wecken. Das in der Mitte, das ist halt das, was super zu meinem Beauty-Profil passt. Das will ich auf jeden Fall nehmen. Und die anderen beiden Produkte finde ich jetzt nicht so Wahnsinn. Entschuldigung, ich bin etwas heiser jetzt geworden durch das viele Reden. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Box insgesamt einen Wert hat von 42,38 Euro. Also 27 Euro rund habe ich jetzt Geschenke gekriegt zu meinen 15 Euro, die man ja eh für die Box bezahlen muss. Ist jetzt meine letzte Box. Ich habe mein Abonnement ja gekündigt und ich finde, das ist jetzt auch mit die schlechteste Box, die ich von Glossybox hatte. Also irgendwie ist das Niveau von Pinkbox und Glossybox jetzt immer schlechter geworden. Ich werde mir jetzt erstmal keine holen, nur es gibt irgendwelche super Rabattaktionen, dann werde ich mir mal wieder eine holen, aber sonst bin ich halt nicht sehr überzeugt mehr von den beiden Marken. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!